Ja, Herr Lack, ja, gerne. Ich freue mich sehr, ja, auf dieses Gespräch. Es geht um Ihre neue Tour, über die wir auch sprechen wollen. The Last Tour, einmal noch, das ist der Titel. Richtig. Warum dieser Titel? Ja, wir sind hier gerade im Haus von dem Veranstalter und hat so seine eigenen Ideen dafür. Last Tour war jede Tour, die wir gemacht haben. Immer eine James Last Tour. In England um diese Wortspiele zu machen. Und das hat man dann von hier übernommen. Klingt nur hier viel gefährlicher, weil alle Leute sofort reagieren drauf. Ja, und dann wird das einmal noch. Vielleicht fällt ihm was anderes ein beim nächsten Mal, ich weiß es nicht. Jeweils muss ich Musik mein Leben lang machen. Und solange alles funktioniert, wie er mich da oben lässt. Und die Leute kommen und die Shows. Dass sie das alles finanziert, das ist ein wahnsinnig teures Unternehmen, was wir haben. Es sind 18 Leute auf Reisen. Das kostet schon viel Geld. Also, wenn das für alles funktioniert, dann war es nicht die letzte Tour. Also, es ist nicht die letzte Tour. Na, wie gesagt, Musik muss ich immer machen. Bin ich auch beruhigt. Was werden wir hören auf der Bühne? Ja, es reicht ja eben. Es ist ein sehr buntes Programm. Und dadurch auch sehr abwechslungsreich, weil es reicht schon von Mozart, Bach und Pink und was haben wir noch drin? Nadell, Titel, Skyfall, bis zu Hans Zimmer, die vielleicht nicht alle kennen, aber kennst du ihn? Ja. Ja, macht gute Filmmusiken und ist natürlich nicht so absolut James Last auf der Bühne, aber ich wollte einmal den Leuten zeigen, wie groß die Welt der Musik ist. Und da haben wir eben so einen 4-Minuten-Brocken dazwischen, um zu zeigen, was ein Deutscher an Filmmusik schreiben kann im Ausland. Wenn Sie dann so auf der Bühne stehen, was ist das für ein Gefühl für Sie? Was bedeutet Ihnen das, auf der Bühne zu stehen? Das ist eine ganz tolle Sache, kann man sich ja vorstellen. Wenn man Musik schreiben kann, das heißt, ich mache nur auf der Bühne nur das, was ich gerne selbst mag. Sonst wäre es einfach hochartig. Und ich glaube daran, was wir machen. Und ich kann meine Gefühle aufschreiben zur Musik. Und das funktioniert. Und dann Millionen von Menschen auf der Welt verstehen das. Da kann man nicht einfach sagen, ich höre auf jetzt. Nein, auf keinen Fall. Wie haben Sie Ihren Sound entwickelt? Was sind Ihre... Ich habe nichts entwickelt. Ich habe nichts erfunden, nichts entwickelt. Es ist nichts konstruiert dran. Ich bin so und kann das so aufschreiben. Und da kriege ich unheimlich schöne Titel von jungen Leuten, die neue Titel schreiben. Und ich schreibe einfach, wie es mein Gefühl ist dazu. Und das ist der Erfolg und das ist kein Sound, aber hat sich inzwischen so entwickelt durch die Vielzahl, dass eben der Sound eben von einem leibigen, welchem Komponisten das ist, die Leute sagen, oh, das ist eben Last-Sound. Also außer Erfolg ist eigentlich nur der Sound, aber das Sound bin ich. Sie haben dann schon so viele Platten verkauft, so viele Konzerte gespielt. Sie sind ein Riesen-Superstar. Star bin ich nicht und ein Riese bin ich ja auch nicht. Und super, weiß ich nicht genau. Aber es macht ja auch Spaß, das ist ja mein Leben. Ja, aber fühlen Sie sich nicht als Star? Nein. So. Es gibt so wie Stars, die stehen auf der Bühne, singen drei Takte darunter, einen Text, den sie vielleicht gar nicht den Publikum richtig da bringen können, weil er gar nicht von denen selbst ist. Und dann gehen die nach Hause, steigen die Rolls-Royce und fahren weg. Das ist bei mir nicht drin. Ich mache Musik und die Musik geht eben, ist durchgehend. Da ist auch noch anders zu den Fans, glaube ich, weil die ja das Gefühl von einem selbst verstehen oder fühlen. Und die Fans sind meine besten Freunde. Ich renne nie weg, bleib immer da, ich bin immer für alle da. Wie ist das so im Alltag, wenn Sie hier auf der Straße sind? Werden Sie angesprochen oder wie gehen Sie? Ja, passiert schon mal. Nicht mehr so viel. Aber heute Morgen schon auf der Bahnfahrt hierher schon wieder. Oh, das ist toll, dass Sie mit uns fahren und so weiter. Aber das ist doch okay. Das ist okay. Die freuen sich alle, dass Sie, dass wir ein freundschaftliches Verhältnis haben. Ja. Gibt es einen Musiker, mit dem Sie gerne mal zusammenarbeiten würden oder eine Musikerin? Ach, ich habe früher mal gesagt, wäre toll mit Barbara Streisand und dann einen Rocksänger zusammen zu machen. Heute ist das ja schon eher schon mal, die Grenzen sind ja alle verwischt ein bisschen. Ne? Und heute vielleicht eben, tja, Giorgio Omar, Cello, Guido Kremer, Violine und Nadell oder irgendwas. Was verrückt ist, was ein bisschen
für die Leute vom Gefühl her gegensätzlich ist. Aber ich würde gerne den Leuten alle zeigen, was Musik ist. Und das ist alles Musik. Musik ist nicht so ein kleines Ding, sondern Musik ist eine riesige Welt, ist das. Wenn Sie ins Fernsehen schauen, da gibt es im Moment viele Castingshows, wo ich sag mal, Superstars gesucht werden. Kann man es so auch schaffen in der Musikbranche? Was halten Sie davon? Ich glaube nicht. Vielleicht sagt das Gegenteil von dem, was wir machen oder was ich mache. Und die Musiker machen das alles mit auf der Bühne. Das ist eine tolle Sache bei uns. Wenn man einen Text bekommt, also früher war es doch ausgeprägter, doch schlimmer. Da war ich ja Arrangeur für viele, viele Sänger und Sängerinnen oder Künstler, wie man so vielleicht sagt, oder Stars auch sagen würde. Aber die haben einen Text bekommen, da haben drei Leute da rumgemägelt, andere Musik hat jemand rumgemägelt, am Arrangement was rumgemägelt. Nicht viel vom Original, von dem Typen, der eigentlich eine Idee hatte, blieb nicht viel übrig. Und so stehen die dann hier auf der Bühne und singen den Text einfach so runter. Aber der Text soll was aussagen. Oder die Musik dazu auch noch. Und wenn das alles identisch ist und der Künstler auf der Bühne sich so fühlt, dass er das ist, wie Nadel, die singt nur eigene Texte und das schreibt Texte aus ihrem Leben. Und wenn die abends rangeht, die macht die Augen zu. Und dann ist sie es eben. Und das andere ist ein bisschen so dahin geplätschert. Vielleicht für Geld, ich weiß nicht, aber das hat für mich auch eine Rolle gespielt. Ich wollte Musik machen. Sie haben gesagt, viel in der Musik mischt sich auch schon und man hört es auch bei anderen Künstlern oft wieder. Heino zum Beispiel hat jetzt Rocksongs gemacht. Haben Sie das? Ja, das ist eine Sache für sich, ja. Wie finden Sie das? Na, Heino ist ein toller Volkssänger gewesen. Ohne Frage. Und ich habe Achtung vor allem, was sehr persönlich ist. Das ist gut. Aber dass er das jetzt nachmacht, das ist ja nur für Kohle. Kohle machen, Geld machen. Das sind nicht Gefühle. Das wäre das Gefühl, wenn es ja sein Gefühl gewesen wäre, hätte es einfach angemacht. Wenn Sie jetzt auf Tour sind, sind Sie, bevor Sie auf die Bühne gehen, noch nervös oder sind Sie aufgeregt oder wie ist das? Nein, es wird die Vorbereitung nie bestimmen. Dann kann man locker auf die Bühne gehen. Und ich arbeite an einem Tourneeprogramm, arbeitet zwei Jahre dran. Er schmeißt viele auch wieder raus, weil dann wieder kommen, damit es auch wieder zusammenpassen alles. Und dann ist es eben, die Vorbereitung ist wichtig. Ich nehme alles auf Computer auf vorher, da schreibe alles an Computer, nehme es auf Soundgeräten auf. Und jeder Musiker hat die Noten und sein Material alle schon acht Wochen vorher, bevor wir anfangen. Und die können zu Hause ein Playback üben und dann haben sie es schon drin, wenn wir zur Probe kommen. Haben Sie persönlich ein spezielles Ritual? Manche sagen ja, Sie brauchen noch mal 5 Minuten Ruhe, andere gehen... Oh ja, Ruhe, einmal vorher brauche ich schon noch mal. Das ist ja viel los hinter der Bühne. Nee. Wir haben unsere eigene Küche dabei, wir machen unseren Soundcheck um 5 Uhr meistens. Dann haben wir unser Essen und da wird gequatscht und geredet und ein Stück Weinfleck getrunken. Und dann ziehe ich mich mal zurück. Aber da gibt es immer noch genug zu reden. Leute von der Presse kommen und so weiter. Aber dann einmal relaxen und voll so saugen mit dem, was man machen möchte. Ich stelle mir das auch wahnsinnig anstrengend vor, körperlich. Wie halten Sie das durch? Ja, man muss ein bisschen fit sein. Ein bisschen was für die Fähigkeiten oder für die Gesundheit tun. Mein Freund und ich gehen zu Hause, das machen wir sonst auch, nicht nur vor der Tournee, sondern wir haben zweimal die Woche einen persönlichen Trainer und machen die anderen Sachen mit Muckibude und das ist ja Quatsch, ich mache das so, um gesund zu bleiben und fit zu bleiben. Und dann schwimmen wir jeden Morgen um 7 wenn wir drüben in Amerika. Das haben wir mit unserem Plan, den wir haben und meine Frau kocht gut und das war alles. Das ist alles ein ganz besonderes, tolles Leben. Ja, großartig. Gibt es Dinge, die Sie besonders gerne essen, wenn Ihre Frau Sie bekocht? Womit lassen Sie sich gern verwöhnen? Ach, die hat gemacht seit einiger Zeit, einem Jahr oder zwei Jahren, kocht die nach den 5 Elementen. Das ist eine chinesische Grundlage. Es war kein chinesisches Essen, aber was zu Wasser gehört und was Feuer, Eisen und diese 5 Elemente dann bedeuten. Das muss nacheinander hergerichtet werden, damit es nicht durch ein anderes gerät. Und das ist sehr schmackhaft und ist sehr gut. Ich fühle mich wohl, ja. Sie leben ja auch viel in Florida. Ja. Wo fühlen Sie sich zu Hause? Was ist für Sie zu Hause? Ich bin an sich am Hamburger. Aber heute, ich habe morgen wieder hier in Berlin einkommen nach meinem Problem. Ach, Berlin ist doch auch schön, ne? Also, irgendwie fühlt man sich schon, wenn man die ganze Welt bereist,
überall irgendwie wohl. Man muss sich den Platz finden und sich einstellen können, auch auf die Leute, andere Mentalitäten und so weiter. Aber im Grunde bin ich, glaube ich, Hamburger. Das darf ich nicht so laut sagen, wenn die Bremer alle sauer hat, weil ich in Bremen geboren bin. Sie haben am 17. April Geburtstag. Ja. Was wünschen Sie sich? Ein Fan hat mir ein Gemälde geschickt und da stand quer drüber, weitermachen. Und das habe ich, weil das mein Spruch war, das kann ich heute auch so sagen, mit 84 Jahren, weitermachen. Und Musik werde ich eben immer machen, habe ich ja früher schon mal versucht zu erklären. Wie werden Sie den Tag begehen? Was werden Sie machen? An dem Tag, da haben wir nachmittags um 4 nochmal Probe und abends ein Konzert in Wien. Und mal gearbeitet? Ich bin der Musiker, ich bin kein Arbeiter. Das ist ein Unterschied ein bisschen. Wenn man das so mit Gefühl macht, dann ist das keine Arbeit. Da freut man sich, dass man was weggeben kann. Aber es wird mit Sicherheit auch gefeiert? Das nehme ich an. Ich wünsche Ihnen das. Jedem Konzert haben wir ein Hotel. Wir wohnen immer alle zusammen. Alle 40 Musiker wohnen in einem Hotel. Haben immer hinterher noch die Bar geöffnet. Haben ein Buffet da stehen. Und da wird doch diskutiert und gesprochen. Sind da bei Streichern sind welche auch Symphonieorchester und Jazzer haben wir dabei, Rocker dabei. Es ist eine bunte Welt von Musikern und die sind alle interessiert an allem. Und die gibt es immer Diskussionen jede Nacht und das ist ein wahnsinniger Spaß. Manche holen noch die Instrumente wieder raus und fangen um 2 Uhr auch wieder an zu spielen. Wenn Sie so ein bisschen zurückblicken, gibt es Dinge, wo Sie jetzt sagen, die hätte ich vielleicht anders gemacht oder wenn ich sie noch mal machen könnte, würde ich sie ändern? Nö, gibt's nicht. Überhaupt nicht. Sie haben erzählt eben, es wird viel gefeiert. Es wurde früher wahrscheinlich noch mehr gefeiert. Intensiver vielleicht gefeiert, ne? Kann man so sagen. Wie wild waren denn die wilden Zeiten? Ich hoffe, die waren relativ schon wild, kann man schon sagen. Aber das hat sich jetzt auch gelegt. Ein bisschen. Ein bisschen. Wie ist denn das? Ich glaube, wenn man von so vielen Frauen geliebt wird, dann kann man als Mann vielleicht auch nicht immer widerstehen? Doch. Ich habe eine tolle Frau. Meine erste Frau war auch eine tolle Frau. Die zweite Frau ist auch eine tolle Frau. Und ich finde immer, zu einer Liebe gehört richtig Liebe. Und ohne Leben ist ja nichts. Das ist ja wie eine Art Befriedigung mehr. Ohne Liebe würde bei mir nichts gehen. Also, keine Sorge. Wie schafft man es denn, glücklich miteinander zu leben? Was ist das Geheimnis für eine glückliche Ehe? Ach, das ist das im Grunde, was ja allen Menschen auf der Erde wünschen. Dass man Respekt voreinander hat. Und wenn man im Verhalten ist oder wenn man mit jemandem zusammenlebt oder wenn ich mit dem Musiker unterwegs bin, ich muss alle Leute respektieren. Und da kann man ja am besten zusammen leben, wenn man sich austauschen kann, ohne etwas zu bestreiten oder sowas. Wenn man sich austauschen kann, hat man immer genug zu reden. Aber man muss sich eben auch anpassen können. Das besteht aber aus 2 Leuten oder mehr Leuten. Und man kann nicht nur nehmen, man muss am besten viel geben. Und so schön ist das Leben eigentlich. Das habe ich empfunden bis jetzt. Sie geben ja auch vielen Menschen viel durch Ihre Musik. Und ja, es macht viele Menschen glücklich, glaube ich, einfach. Man sieht das Strahlen in den Gesichtern, wenn die bei Ihnen aus den Konzerten rauskommen. Was bedeutet Glück für Sie? Ja, das ist es, genau, das ist das Glück. Das ist die tolle Sache, dass man etwas machen kann, dass er mir die Gabe gegeben hat, dass er etwas machen kann, aufschreiben kann, ist ehrlich dabei und gibt es weg und steht zwischen so einem Orchester, was so toll ist, und dem Publikum. Und ich stehe da oben auf der Bühne und kann mir ins Gesicht sehen und sagen, ehrlich, wir sind alles ehrlich. Wir bemeiern euch nicht oder wir machen nichts, sondern das ist, was von uns kommt, ist boah, ehrlich ins Gesicht. Nun ist trotzdem das Leben nicht immer leicht. Auch Sie hatten Höhen und Tiefen. Sie sind schwer krank gewesen. Nein, ich war nicht schwer krank. Was meinst du? Mit dem Haut? Ja, ja. Ja, das hätte schlimmer werden können. Aber das hat meine Frau gleich früher noch entdeckt. Und die schleppt jetzt jedes Jahr hin zur Untersuchung. Und dann macht er wieder ein paar Schnipse irgendwo. Und dann wird er eingeschickt und dann kann man das bearbeiten. Weißt du, denn diese Krankheiten, die äußerlich sind, die kann man gut beobachten.
Das Schlimme ist, wenn es Inside ist, das ist alles. Wie geht es Ihnen jetzt, wenn ich einfach mal... Mir geht es hervorragend. Sie sehen noch so aus. Großartig. Woher nehmen Sie Ihre Lebensenergie? Woher nehmen Sie diese Kraft? Die Welt ist eigentlich voller Gaben. Man muss sie dann nur aufnehmen, man muss das genießen können, wie es ist. Wenn es immer nur zu nörgeln und zu meckern und unzufrieden sein, das ist schwierig. Das ist ein schweres Leben. Das ist ein sehr schweres Leben. Aber wenn man, wenn ich bei einem Journalisten sagen würde, nach dem, was ich erlebt habe, muss ich eigentlich schon 150 Jahre alt sein. So viel habe ich ja gesehen und erlebt auf der Welt. Und da hat er gesagt, das geht ja nicht. So alt kann ich ja nicht werden. Also der hat das viel zu ernst genommen. Man muss das locker sehen, das Ganze. Alles eigentlich. Du machst es doch. Du strahlst auch in der Morgen. Ja, es ist eine Haltung, ja. Wenn man ja, das ist so. Freut, ja, dann ist es anders, ne? Ja, klar. Ja, wenn man Freude in sich hat, dann ist es so, ja, ja. Aber das ist ja auch ein Geschenk. Das ist ein Geschenk, ja. Man muss damit umgehen können. Ja. Wir sind alle geboren, um zu leben. Ich habe schon gesagt, das erste Moment im Leben ist das Positivste, das zum Leben führen. So fängt es an. Man muss das dann auch so zu können. Spielt Religion für Sie eine Rolle? Glauben Sie an Gott? Ich glaube an etwas, ja. Kann man glauben, ja. Schon. Also ich habe auch Vertrauen dazu. Und habe auch das Gefühl, dass eine Hand über meinem Kopf ist, die mich beschützt irgendwie. Weil er sieht, dass wir vielen Leuten Freude machen. Ihre Frau ist ja heute auch mit. Die ist immer mit. Ja, ist das so? Immer. Auf Tournee jeden Tag. Sitzt im Publikum jeden Tag woanders. Ich weiß gar nicht, wo sie sitzt. Aber auch hinter der Bühne, sie ist immer dabei. Wie wichtig ist Ihre Familie für Sie? Sie haben ja auch Kinder. Das ist doch toll. Ja. Schön, wir haben gerade am Wochenende, hat meine Frau Eichhoff eingeladen, haben einen riesen Tisch wieder gehabt. Und was haben wir gegessen? Bohnensuppe. Richtig, Hausmannskost bei den vielen, was wir unterwegs sind. Die Enkelkinder haben mitgegessen, alle mussten alle mit Bohnensuppe essen. Ist das ein Lieblingsgericht oder haben Sie sonst noch ein Bei der Wärme esse ich das sehr gerne. Und bei dieser Kälte, in Florida, isst man sowas nicht. In der Sonne, wenn es warm ist, dann haben wir es nicht. Wenn es hier kühl ist, draußen, irgendwas, ja, rustikales. Wärmt einen durch. Genau, ja. Ja, genau. Was sind Ihre Pläne noch für die nächsten Tage? Was werden Sie tun? Wir machen noch so ein bisschen Promotion. Und die Schreiberei ist ungefähr zu Ende. Ich muss noch an einem Streichquartett schreiben. Für uns. Da geht das wieder solo. Und da möchte er dann nur ein Streichquartett drunter haben. Natürlich ein Riesenorchester. Ein toller Blick da mal. Eine alleine Gitarre und dann oben nur vier Streicher. Und das muss eben besonders schön sein. Wenn man das übermitteln kann, was er fühlt auch, was er als Musiker fühlt. Das ist bei uns eben im Orchester so, dass eben jeder auf den anderen auch achtet, was er macht. Ich habe mal Max Greger zu mir gesagt, Hansi, ich weiß gar nicht, wenn du spielst, deine Musiker, die leben ja alles mit. Ich sage, wenn sie zu tun haben, können sie tanzen und machen, was sie wollen. Nur wenn sie spielen, dann richtig. Er sagt, wenn einer Solo spielt, hören sie alle zu. Ich habe aber die tollsten Musiker gehabt, die haben toll gespielt. Und die anderen haben die Tasse der Nase rumgepumpt. Ich habe sie einfach gesessen und kann dir richtig zuhören. Bei dir lebt immer alles. Ich sage, ja, das ist unsere Bühne. Wucht nach vorne. Wie sind Sie denn als Chef? Ich bin kein Chef. Ich bereite das alles vor, das ist ja klar. Ja, und ich habe dann natürlich auf den Stil auch meine Vorstellung. Aber wie gesagt, ich gebe das alles vorher im Computer rein. Ich versuche eben so hundertprozentig reinzugeben, dass jeder raushören kann, was gemeint ist. Also wie jede Note ist, ob sie lang sein muss oder kurz sein muss, ob der Bindebogen ist oder kein Bindebogen ist. Das weiß eben jeder, wenn er auf die Bühne kommt. Das weiß er genau. Das ist natürlich viel wert, wenn man erst alles besprechen muss vor der Bühne. Oder wenn ich mich vielleicht entschuldige, soll der Dirigierende. Leute, das ist nicht Hansi Lass. Nein. Mal Schulter. Vielleicht bei Mozart oder so. Aber sonst muss es was geben. Sie haben gesagt, Sie sind heute mit der Bahn gekommen. Manche Stars fliegen ja auch im Hubschrauber ein. Wie wichtig ist Luxus für Sie? In der Richtung gar nichts angeht. Die ersten Tourneen, die wir gemacht haben, in England zum Beispiel, da haben sie mir einfach einen Rolls-Royce geschickt. Der fuhr aber 100 Busse hinterher, weil ich im Bus saß mit den Musikern. Normal. Ich denke, das ist ja normal. Für andere ist vielleicht nicht normal, aber für mich ist es normal.
Was bedeutet Geld für Sie? Ich habe keins. Na, das glaube ich nicht. Meine Tasche ist leer, ehrlich. Wer verwaltet denn das Geld? Meine Frau macht das vielleicht. Einer muss sich ja drum kümmern. Naja, und ich kann mich drauf verlassen, das heißt in Ordnung. Was sind Ihre Pläne noch für dieses Jahr? Was haben Sie noch vor? Natürlich die große Tour. Ja, und dann wird man einfach drei Tage Pause daher machen. Aber als wenn Sie Musik im Kopf haben, dann hören Sie immer Musik, immer was los. So wie bei jedem Geräusch ist, tut sich etwas. Dann muss man aufnahmebereit sein. Dadurch gehen zum Beispiel die Kinder heute, gehen alle, wenn sie nach Hause kommen von der Schule, an den Fernseher oder an ihre Spiele. Die wissen gar nicht mehr, wie ein Wald klingt. Irgendwas zur Besinnung mal. Nicht so Weihnachten, Geburtstag. Mal einmal Ruhe kommen lassen. Nicht so Hektik. Ist ja alles sowieso hier in Deutschland, besonders in Deutschland, sehr hektisch stehen. Fängt aber im Verkehr an. Darf man gar nicht einfach reden. Da sieht man ein Schild an der Seite, 50 Kilometer, fährt ja kein Mensch mehr. Schilder werden alle verkaufen eigentlich. Das ist lebensgefährlich. Das ist in Amerika ein bisschen anders. Ja, woher kommt das, dieses Getränk? Hektik. Ich will, ich muss. Und das ist ja nicht gesund. Was sind große Wünsche oder Träume, die Sie noch haben? Möchten Sie vielleicht noch irgendwo hinreisen oder irgendwas unbedingt machen? Was wollen Sie noch unbedingt? Gut Golf spielen. Ganz gut Golf spielen, ja. Das wäre doch schön. Ja? Ja, wir spielen jetzt, meine Frau, wir spielen ja, wir wohnen auf dem Golfplatz in Amerika. Und wenn wir Zeit haben, gehen wir raus und spielen. Und dann bleibt dann auch eine Befriedigung drin. Wir spielen nicht nur so Halle-Dalle, sondern wir spielen schon nicht um Geld oder was, wie viele ja auch machen. Das ist cool, ist aber viel wert für einige Leute. Nee, aber wir wollen trotzdem unser Score spielen. Da hätte ich mitmachen. Sind Sie ehrgeizig? Ja, wie vielleicht schon. Das ist was, was eben alle stimmen. Das gehört auch zum Ehrgeiz. Das muss alles stimmen. Also wenn es auf der Bühne stimmt und ich kann locker sein da oben, dann ist das toll. Das ist für mich überhaupt keine Anstrengung. Nee, überhaupt nicht. Wie gesagt, musst du dir das auch mal antun, so ein dummer Spruch. Also, es ist doch herrlich, wenn ich da oben stehe. Ich habe meinen Spaß. 3 Stunden Spaß mit Leuten zusammen, tausende von Menschen. Besser kannst du gar nicht sein. Nein, großartig, ja. Und wie erholen Sie sich, wenn Sie sich erholen? Das ist Erholung. Ich habe da so einen komischen Spruch gemacht. Andere gehen zur Kur, ich gehe auf Tour. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg für die Tour. Dankeschön. Und bedanke mich sehr für das Gespräch. Vorbereitet sind wir und vielleicht sehen wir uns aber grundsätzlich wieder. Das würde mich sehr, sehr freuen. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank.